Hallo ihr Lieben, so da bin ich wieder. Jetzt, weil ich es geschenkt bekommen habe von der Jenny, muss ich es natürlich auch einmal ausprobieren und das mache ich natürlich gleich mit euch. Wir schauen uns jetzt an mit Le Nomant, was da jetzt so kommt und morgen haben wir unser Live-Special zum Thema Seelenpartner, das heißt, ich konzentriere mich, ich wollte eigentlich einen Weg zu dir machen, aber dann haben mich die Regenbogen hier so angelacht und tja, dann machen wir das natürlich. Und der Weg zu dir, der kommt da so und so immer wieder durch. Also konzentrieren wir uns jetzt einmal auf die Energie von uns, was so wichtig ist, was uns da anspringen möchte, was über diesen Regenbogen jetzt hier auch mitgestellt und gesagt werden wollte. Und die Zahlen, der Engelbuch wollte hier auch mit. Diese Karten wollen mit. Dann schauen wir mal, was da so zu uns kommt. Aha, in der ersten Position haben wir gleich einmal die Sterne, das ist gut. Okay, auf der zweiten Position haben wir den Turm, auf der dritten Position haben wir die Reise. Also die Chance sind die Sterne, die Erfüllung, das Glück, die spirituelle Entwicklung. Das Glück liegt noch ein bisschen so im Rückzug, also hinter den Mauern. Das heißt, es wird gerade befreit. Die seelische Reise geht in Bezug auf alte Themen durch die partnerschaftlichen Gefilden, aber auch durch die Kreisläufe, die jetzt erlöst werden wollen. Im Haus selbst, in der seelischen Stabilität, haben wir den Mond liegen. Der spricht für mich für Intuition, für die Weisheit der Seele, das Seelenbewusstsein, das Unterbewusstsein, aber auch die Ängste ein bisschen, die da mitschwingen noch. Ah, okay, Im Haus des Lebens, im Baum, liegt der Berg, die Herausforderungen, die Hürden, die man jetzt hier zu überbrücken hat, vielleicht auch deswegen, weil man hier sich gerade im Rückzug befindet, im Rückzug, um sich die Seelenliebe, die Seelenliebe, sage ich, um sich hier die bedingungslose Liebe sich selbst und anderen gegenüber, die Selbstliebe, wollte ich somit sagen, anzusehen, um hier in seiner Stärken zu finden. Vielleicht hat das Leben auch gerade einfach eine Ruhepause, kommt da gerade mit, um sich mit Kosmos und Erde zu verbinden. Hier nämlich mit dem Hirsch, das kommt so ein bisschen mit. Oder den Weg hier um diesen Berg herum zu finden. Ja? Im Wandel steht die Nachricht, im Wandel steht die Befreiung, im Wandel steht die Klarheit, kommt hier herein im Wolkenbild. Da erhebt man sich tatsächlich über andere Gefilde. Vielleicht traut man sich hier auch für sich selbst einzustehen und zu kommunizieren. Im Haus der Schlange liegt die Schlange. Schauen wir mal. Abschluss im Liebespaar. Aha, okay. Also in Bezug auf die Schlange, in Bezug auf diese langen Ewigkeitenprozesse, schaut es mir im Moment so aus, wie wenn diese Linie dorthin geht, dass man wirklich alte Verträge abschließt, alte Verstrickungen löst. Dazu zieht man sich einfach zurück und geht in seine innere Reife. Man hat hier noch Angst, das ist vielleicht das, was auch im Moment noch ab und an unter Umständen blockieren könnte, darüber erhebt man sich aber, um diese Verwickelungen in die Heilung zu bringen und hier in diesen Abschlussprozess der Abhängigkeiten, der toxischen Verbindungen zu gehen, um seine Liebe zu leben. Vielleicht wird hier auch ein bisschen das verschlossene Herz wieder geöffnet. Man bringt die Liebe hier zur Transformation. Und vorher habe ich ja auch gesagt, hier geht es darum, in die Selbstliebe und die bedingungslose Liebe einzutreten. Und da folgt man schon seiner Intuition. Also, da tut sich was. Ja, weil wir haben ja hier auch den spirituellen Weg. Und wenn wir das jetzt spiegeln, dann spiegelt ja die Klarheit die Führung auf das Herz hin. Na, weil das ist nichts Negatives hier, also wirklich nicht, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes, das ist von der Schwingung her eine sehr, sehr gute Energie. Wir haben im Geschenk, im Haus der Blumen, im Haus der Leichtigkeit, den Weg der Wandlung, den Weg des Wachstums, der Weg der Reife, hier den Weg der Reife, so das war jetzt kein Deutsch, hier mit der 7, mit der Bewusstseinserweiterung, ein Altes gibt man ab, Neues nimmt man zu sich und geht hier wirklich in diese Führerschaft mit sich und mit seiner geistigen Führung, aber das kommt hier jetzt mit dem Baum ganz stark mit.
Ja, die Verletzung, die Sense, die Verlustängste und so weiter, das hat hier tatsächlich auch mit einem Herzensmenschen zu tun, der sich gerade im Rückzug befindet, vermutlich, ne? Und der Partnerschaft hier auch ein Stück weit den Rücken zudreht. Wir haben den geführten Streit, die geführten Routen. Die Routen sind für mich immer so ein bisschen der Hausputz, die Kommunikation, aber auch ein bisschen diese klärende Kommunikation. Und hier schaut tatsächlich etwas. Da geht es irgendwie raus, aus der Schwere kommt das so ein bisschen mit. Ja, das wird geführt, das ist hier irgendwo, weil auch das Herzensmenschen, wenn es da um den geht, ja, schaut hier schon in seine Reife, schaut hier schon in das Wachstum hinein, schaut hier in die Stabilität, schaut hier eigentlich in die schön geführte, gelebte Partnerschaft. Ja, und dort wird dann auch einiges klar und dreht dann hier auch so ein bisschen den Rücken zu, auch den Belastungen. Ja. Vielleicht lässt er auch die Klärungen hinter sich, um hier in die Heilungen zu gehen oder sie. Die Aufregung ist tatsächlich auch der Brief. Ja? Jetzt könnte man sagen, gut, das sind auch vielleicht neue Verträge, das sind vielleicht Seelenverträge, da kommt irgendwo Schwung hinein, da kommt, ja, Schwung kommt hier tatsächlich irgendwie hinein. Also das kommt immer wieder mit. Der Neubeginn steht auch ins Haus. Ja, alles, was hier jetzt nämlich im Mangel wäre, wäre falsch. Das wäre ein Eigenbetrug. Da würde man sich selbst einfach die Kräfte rauben. Jetzt bin ich aber wirklich, jetzt schauen wir uns das einfach mal. Der Schutz, die Wünsche, das steht hier wirklich. Der Bär steht für mich in dem Fall auch wirklich immer ein bisschen auch gerade bei diesem Kartenblatt für den Seelenpartner, aber auch für eine Ex-Geschichte. Vielleicht wart ihr auch schon einmal zusammen. Eine Wunschverwirklichung, das steht hier alles unter einem guten Schutz. Die Spiritualität hier mit dem Fluss, mit den Fischen, da kommt hier auch alles in den Fluss. Also auch hier diese Verwickelungen, weil wir haben die Schlange im Haus der Schlange, da geht hier wirklich die Befreiung rein. Also ich könnte es jetzt gar nicht irgendwie anders sagen, als dass hier auch von der Schwingung her wirklich ein Schwung hineinkommt. Also da tut sich schon was. Wenn das jetzt zum Beispiel nicht dieser Mensch ist, den man hier vielleicht auch schon im Herzen trägt, wo es immer wieder zu mangelnden Geschichten gekommen ist, was hier eindeutig als falsch hingezeigt wird, so lässt er das jetzt auch hinter sich. Neubeginn, Veränderung. Mit der anderen Frau. Und da kommt jetzt noch eine Person hinein. Naja, sagen wir es mal blöd. Ich meine, will jetzt keine Seelenpartnerlegung machen hier eigentlich, aber das hatten wir jetzt in der Tat schon öfter. Und hier passiert auch was und dadurch, dass sich das Herzmännchen hier auch ein bisschen schon drüber steht, wird er vielleicht auch im Prinzip dazu gezwungen, weil sich hier etwas, das schaut man, das Herzmännchen hier, das Seelensternchen schaut hier in die Heilung hinein, schaut hier in die Klarheit hinein und in die Möglichkeiten, währenddessen die Partnerin oder Freunde in seinem Umfeld, Leute in einer Veränderung schauen weg von ihm. Und auch das Glück könnte übrigens für den einen oder anderen, weil ich es ja gerade jetzt so sehe, mit dem Turm für die Selbstständigkeit. Ich habe jetzt hier nicht den Anker daneben liegen, wo ich dann sage, okay, das ist dann tatsächlich und das kommt jetzt auch nicht primär mit, aber ich habe mir, wie die Karte schon dort gelegen ist, kurz gedacht, also für den einen oder anderen ist jetzt einfach auch die Zeit, sich selbst die Partnerschaft zu geben, sich den neuen Vertrag in die Selbstständigkeit zu geben und da wird halt einiges auch klar. Und da hat man vielleicht noch Angst davon, da geht man diesen Weg, aber diesen Weg dieser langen Verzettelungen diesbezüglich, was das Berufliche jetzt betrifft, ja, das vergeht, weil wir haben jetzt auch hier die Wolken über diesen Rückzügen, über diesen Türmen, ja, wo Licht hineinkommt. Zum einen nehme ich hier wahr, dass hier ein Umbruch hineinkommt und zum anderen nehme ich aber auch wahr, wenn das wirklich direkt darauf korrespondiert, dass hier tatsächlich Klarheit hineinkommt in deinen Lebensweg. Ich will da jetzt nicht so viel Gewicht hineingeben, weil wir haben dann eh, ich meine, was gesagt werden will, muss gesagt werden, aber das ist mir schon hier auch ein bisschen ein eindeutiges Blatt. Oho. Was wird öffentlich? Die Verankerung. Also auch hier. Schauen wir mal weiter.
Die Blockade ist das Glück im Moment. Wir hatten ja, warum, also wenn man es als Blockade nehmen möchte oder als Herausforderung, wir haben ja hier der Berg. Was, warum habe ich jetzt automatisch zum Turm hingegriffen? Ach so, weil es im Klee liegt, Jesus. Wir haben ja den Rückzug hier tatsächlich beim Glück liegen, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, irgendwo ein Stück weit. Und wir haben ja den Berg hier im Leben. Und ich nehme das aber jetzt nicht als Blockade primär, sondern wirklich so ein bisschen als eine Auszeit. Ja? Vielleicht auch so ein Stück weit eine kleine Mauer zum Schutz hier, weil sich da auch einiges dreht und bewegt. Ja? Oder weil man vielleicht geistig noch nicht so weit ist, weil man da noch Ängste in sich hat, um sich da jetzt einfach mal diese Zeit zu nehmen, sein Herz zu öffnen und in diesen spirituellen Weg tatsächlich einzutauchen zu gehen, was sich ja dann da auch hier mit dem Glück verankert. Trotzdem schwingt diese Linie hier mit, wir schauen es uns gleich an. Ja, die Entscheidung ist nicht klar, man entscheidet sich hier vielleicht immer wieder auch für die Kopfkonstrukte, für das Gedankenkino. Und was geht verloren, die Zeit? Sich die Zeit zu nehmen, um in diese Klärung zu gehen, was in puncto Liebe. Deuten wir es jetzt wirklich einmal auf die Situation vom Seelensternchen, weil es wirklich andockt. Ich kann mich schon fast nicht konzentrieren auf uns, weil das einfach wirklich so stark mitkommt. Dann ist hier beim Seelensternchen eine Situation, die wirklich nicht lustig ist, scheinbar, weil er sich hier mit Menschen beschäftigt, die einfach nicht in die gleiche Richtung gehen. Nicht in die gleiche Richtung gehen und sich mit was ganz was anderem verankert und da vielleicht auch ja, im verdeckten Ermitteln kam da jetzt gerade, warum ermitteln? Wo es hier nicht um eine Klärung geht und irgendwie geht die Zeit verloren. Die Zeit geht verloren hier um diese Klärung, diesen Fluss, diese Liebe, diese, ja, diese Möglichkeiten vielleicht auch zu leben. Auf dich bezogen nehme ich das jetzt gar nicht wahr. Auf dich bezogen nehme ich die Entscheidungen auf diese Gedankenkonstrukte eigentlich im Prinzip wirklich nicht wahr. Die sind einfach die Entscheidungen hier noch nicht klar, die deine Seele im Prinzip schon längst getroffen hat. Ja? Raus aus diesem Mangel, weil deine Seele hier wahrnimmt, dass der Mangel einfach überhaupt nicht sein kann. Und das ist hier das, was hier mir in diesem Kreis liegt. Ja? Da ist schon die Zeit gekommen, hier in diese Veränderung zu gehen und das tust du auch. Also alles, was für dich betrifft, ist Bewegung drinnen, greift das irgendwie nicht. Ja? Also ich nehme schon schwer, die Seelenpartnergeschichte war, aber diese Woche ist auch irgendwie mit dem Seelenpartner bestückt. Der Partner selbst, hier kommt das Licht hinein, hier kommt die Sonne hinein. Wir sehen es ja auch hier schon, auch mit dem Seelensternchen, dass er hier tatsächlich in die Heilung hineinschaut und dann auch in den Fluss, wo dann auch wieder das Herz und die Klarheit drinnen liegt, also da tut sich was in Bezug auf die Verbindung, in Bezug auf eine schön gelebt, also hier kommt jetzt die Sonne rein, hier kommt Wärme, das ist geführt, hier geht es um deinen eigenen Seelenweg, hier geht es tatsächlich darum, auch in die Sehnsucht und in die Wünsche zu kommen. Ja, und hier auch die Nachrichten, die Kommunikation ist hier angezeigt als absoluter Erfolg. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Was legt sich auf die Treue, die Loyalität, ja? Der Hund als Begleiter, vielleicht auch der freundschaftliche Weg, den man hier jetzt findet, um in die Verankerung zu kommen, um einmal vielleicht auch auf einer gewissen Oberflächlichkeit wieder in die tiefen Gefühle einzutauchen, um sich hier einfach leiten zu können, um hier sich einfach vielleicht auch einmal auf einer anderen Ebene kennenzulernen. Und ich glaube, das brauchst du hier auch, ehrlich gesagt. Und auch hier wieder, bei dir liegt tatsächlich auch die Leichtigkeit, der Blumenstrauß, die Versöhnungen, die schönen Gesten, die hier auf dich warten. Und da kommt dann bei der Familie, bei der Sexualität. Und die Sexualität ist mir als erstes ins Auge gesprungen, der Fuchs. Und das heißt für mich jetzt an dem Punkt, sei bitte wirklich wachsam. Ja? Sei bitte wirklich wachsam. Hier geht es nicht nur um Sexualität. Also hier geht es tatsächlich um eine tiefe und gelebte
Seelenliebe und Partnerschaft, alles, was da jetzt in der Oberflächlichkeit kommen würde, wo man diese Anziehungskraft, diese Harmonie in sich nicht trägt und sich hier vielleicht noch in irgendwelchen Konstrukten, Verwickelungen befindet, ja, weil man hier nach Energie irgendwo strebt, ja, das wäre mir hier jetzt wirklich angezeigt mit Wachsam, du sollst aufpassen, hier nicht in eine Oberflächlichkeit hineinzukommen, und ich kriege irgendwie wahr, das kriegst du mit, weil du ziehst dich hier zurück, wenn wir das jetzt auf dich deuten, und setzt dort irgendwie, und da kommt dann die Blockade. Was gut ist, weil du schaust hier auf deine Stabilität. Du möchtest hier nicht mehr in den Mangel eintauchen. Aber da ist eine schwere Energie. Also beim Seelensternchen, es geht nicht anders, er wollte raus. Er hätte sich jetzt auch nachher rauslegen können oder sie. So, um was geht es jetzt hier bei der Erfüllung, bei der Sonne, beim Glück? Ja, das sind die neuen Wege mit der 11, mit der Selbstmeisterschaft. Hier kommt was in Fluss, hier verbindet man tatsächlich auch Körper, Geist und Seele miteinander. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Kosmos, sich selbst, sein eigenes Licht und Mutter Erde. Und die Gefühle der Seele, da macht man nicht zu, sondern da die Seele ist ja auch nicht verschlossen. Aber es ist nach außen hin jetzt irgendwo so wie ein verschlossenes Buch, weil man hier den eigenen Kompass der Seele im Moment jetzt findet. Damit ist man beschäftigt und das gefällt mir hier sehr gut sogar. Hier macht man ein neues Kapitel seines Lebens aus, weil man hat hier denn schon gelernt. Ja? Heute sehe ich die Bücher, die da im Hintergrund sind, normal sehe ich die gar nicht. Ja? Da sortiert man in sein Bücherregal, was man wirklich schon gelernt hat, was man integriert hat und holt sich hier das Buch jetzt mit diesem neuen Kompass, schlägt es auf, um sich ein neues Kapitel in der Tiefe, in der Seele mit dem Mond hier aufzuschlagen. Und das braucht Zeit und da kommt dann eben auch diese seelische Reife, diese seelische Stabilität. Sehr, sehr schön, gefällt mir gut. Ja, auch mit der Vollmondenergie. Ja, das Lebensziel, das wird hier noch gewürfelt, darum geht es im Moment auch nicht. Ich habe in letzter Zeit auch viel mitbekommen, dass viele wirklich so einen Druck haben mit ihrem Lebensplan. Ja? Lasst euch da nicht stressen, lasst euch da nicht unter Druck setzen. Es kommt alles, wie es kommt. Und manche Dinge muss man auch nicht wissen, weil die Schritte so oder so kommen, wie sie sind. Ja? Also auf Ach und Krach jetzt hier eine Lösung für sein Lebensziel zu finden, weil es da gerade so liegt mit dem Schlüssel, muss man nicht. Hier wird einfach gewürfelt, hier wird geschaut, hier spielst du jetzt mit deinen Möglichkeiten. Und dieses Spiel mit dem Ziel, nämlich deinem Weg, ja, ich sage immer, der Weg ist das Ziel, darum geht's. Mit der 5, wo es um die Heilung geht, und hier wieder mit der 3, um sich selbst hier ein Stück weit aus diesen Zyklen, wir sehen hier wird ein Zyklus wieder beendet und auch mit dem Vollmond geht wieder ein Zyklus auch zu Ende, um, ja, deine Seele strebt hier nach etwas Höherem, ja, nach etwas Höherem, wo du deinen Weg findest, Step by Step. Ohne Rast und Ruhe geht es auf die Vollendung zu. Das stimmt aber jetzt nicht ganz, weil es geht schon auch um Rast und Ruhe. Aber es geht nicht um Rast und Ruhe oder ohne Hast und Ruhe. Es war jetzt irgendwie so das Mittelding. Ich habe das jetzt vielleicht nicht gescheit übersetzt. Es ist nicht das Hastige und es ist auch nicht das Rastende, sondern genau die Mitte, wo jetzt einfach gespielt wird, wo geschaut wird, wo etwas passiert und das nimmt man jetzt an, genauso wie es ist. Ja, bei den Finanzen, da hat vielleicht auch das Außen noch ein bisschen zu tun, da macht man sich vielleicht auch ein paar Sorgen, da ist man vielleicht auch aufgeregt, vielleicht kommen da auch Neuigkeiten ins Haus, das wird man hier sehen. Grundsätzlich bei den Beruf und Berufen geht es aber in die Harmonie und die Stabilität, hier geht es tatsächlich vielleicht noch um unrunde Familiengeschichten, da kommt noch ein bisschen das Armutszeugnis mit für den einen oder anderen, wo du hier auch noch Platz hast, wirklich in Bezug auf die Selbstliebe da noch ein Stück weit aufzuräumen. Was ist da jetzt die Lebensaufgabe, das Karma? Jetzt habe ich gerade gesagt, das ist nicht so wichtig. Da schaust du hin. Da schaust du hin und da bist du als Rückblatt. Ja, du schaust dir jetzt einfach genau hin, wo du willst. So, welche Karten sind jetzt nicht drauf gefallen? Da haben wir die alten Verletzungen, da haben wir die eigene Kraft. Da geht es aus Vaterthemen heraus, aus Verletzungen, wo man sich selber noch die Masken aufgesetzt hat. Man entscheidet sich für sich.
kommt hier in die Öffentlichkeit, bricht diesen Glaspalast, denn man geht hier in die positive Veränderung, man macht hier diesen seelischen Umzug in die Transformation, in seine tatsächliche Stärke, dieser Umbruch passiert und man endet hier in seinem Neuanfang, ja, und schlägt hier auf, nämlich dieses Kapitel des Buches, so wie ich das vorher gesagt habe. Das ist das, was so ein bisschen mitkommt. Ja, hier darf man noch vergeben, diese Situation, was auch immer diese Situation hier ist und auch wie auch immer ihr hier in Kontakt miteinander seid. In Bezug auf den Partner, in Bezug auf die Loyalität, in Bezug auf diese Geschenke, tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, tu das, was für dich richtig ist und das wirst du hier tun, das sehen wir auch hier, was auch immer das ist. Also es heißt nicht, dass du dich auf gar nichts einlässt, das heißt nur, dass du wirklich mit einem wachen Auge hier mit deinen Begleitern durch diese ganze Situation durchschreitest. Ja, du bist schon auf einem ganz, ganz anderen Heilungsweg hier. Ja, dein Seelenweg ist ganz klar, der Weg in die Freiheit. Nichts kann dich aufhalten, genauso ist es. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Ja? Und das ist vielleicht auch deine Angst, dass du dich hier vielleicht in einer Illusion befindest. Um diesen Erfolg zu feiern, um diese Klarheit zu bekommen, braucht es aber einfach noch ein bisschen Zeit. Und was hier verankern möchte, ist tatsächlich eine absolut gelebte Liebe. Und hier auch mit dem, was hier jetzt auf dich zukommt, dieser Weg, der ist dir noch nicht bekannt. Da bist du vielleicht noch nicht so weit, weil du dich hier noch in diesen Kreisen befindest. Aber es führt hier absolut zu einem Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben und für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Ja? Aber alles, was jetzt zu schnell gehen würde, wäre hier tatsächlich eine riskante Versuchung. Und das Außen, der Schein, der trügt. Lausche tief in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und das machst du hier im Rückzug. Weil das ist dieser Prozess, der hier jetzt beendet wird. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Das wird vermutlich kommen, sobald dieser Herzmensch, den du schon kennst, weil die Wunscherfüllung hier irgendwo, also entweder es ist eine sehr alte, bekannte Seele von dir, die du jetzt noch nicht getroffen hast in dieser Inkarnation, oder es ist jetzt jemand, den du schon getroffen hast, mit dem du schon eine Partnerschaft oder wie auch immer hattest. Ja? Aber mit dem Eisbären, das gehört hier für mich zusammen. Ich liebe dich und da gibt es keinen Zweifel. Gott und die Engel bitten dich, daran zu glauben, dass alles gut ist, jetzt und in Zukunft. Überlasse ihnen all deine Sorgen und Ängste und sei bereit, ihre Hilfe auf unerwartete Weise anzunehmen. Und dann haben wir noch 239, will gesagt werden, und hier, weiß ich, muss ich schauen. Die aufgestiegenen Meister sagen, beginne sofort mit der Arbeit an deiner Lebensaufgabe. Und sie bitten dich, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben, einen wichtigen Beitrag zum Wohlergehen deiner Mitmenschen leisten zu können. Die Welt braucht dich und deine Mission. Sehr gut, das haben wir jetzt ja tatsächlich auch die ganze Zeit gesehen, aber ohne Stress, ohne Hast und Ruhe. In der Mitte, genau das bist du. Jetzt fange ich schon wieder an zu dichten. Nein, aber ohne Witz. Ja. Es geht wirklich darum, sich nicht im Kopf die Gedanken zu machen, was denn der Lebensweg ist, sondern einfach zu fühlen, nach was die Seele gerade ruft und strebt. Ja. Hier, wir haben ganz viele eindeutige Zeichen darauf, dass du in die Ruhe kommen sollst, um dich wahrzunehmen, um dich zu spüren, um in deinen Fluss hineinzutreten. Das ist eigentlich alles, was du jetzt tun sollst, musst, ja, um für dich da einzutreten. Mehr musst du nicht tun. Ja, eben nicht in die Gedankenkonstrukte. Die Gedankenkonstrukte, die gehen hier raus. Dazu wird es auch Zeit, hier das zu klären. Und dann wollen wir die 244 und die 245. Die Erzengel und Engel stärken die Art und Weise, wie du dich selbst siehst, damit dir bewusst wird, wie machtvoll du bist. Glaube an dich und deine Fähigkeiten und vertraue darauf, dass das Leben gut ist. Okay? Habe weiterhin Vertrauen in die Veränderungen, die du in Erwägung ziehst oder erlebst. Die Engel stehen dir während dieser Übergangszeit voll zur Seite, das haben wir gesehen. Hier ist der Umbruch drin. So, als eins will noch gesagt werden. Öffne deine Arme und dein Herz für Gottes
begrenzten Fluss der Liebe und Fülle. Gott sagt immer ja, selbst wenn es auf eine andere Weise geschieht, als du es erwartet hast. Genauso ist es, Leute. Genauso ist es. Manchmal passieren Dinge, die hätte man nicht gedacht, und dort fließt's. Es passiert eh alles, was man braucht. Ja? Wieder zurück ins Vertrauen, zurück in diesen Fluss, zurück in das Vertrauen, auch in seine eigene Führung. So. Jetzt haben wir das auch getestet, jetzt haben wir das auch gesehen. Sehr schön, eine Karte will noch raus. Die Reinigung, das haben wir tatsächlich schon gesehen. Sei dankbar. Okay, die Reinigung. Ich reinige mich innerlich und lasse alte Gedanken, Gefühle und Energien los. Ja, nämlich diese Kopfkonstrukte. Und die Dankbarkeit, dass hier die Dankbarkeit und die Vergebung vielleicht auch wirklich für diesen auch tatsächlich immer wieder manchmal beschwerlich erlebten Weg. Ja, ich bin dankbar und wertschätze alles, was sich in meinem Leben zeigt. Und Vergebung. Ich vergebe mir selbst, ich vergebe anderen und erfahre dadurch Frieden. Genauso ist es. Und genau das, was vielleicht hier noch ruckelt und zuckelt, wo man vielleicht noch nicht ganz sieht, wofür das alles einen Sinn ergibt, ja, das liegt jetzt in der Reinigung, um sich da wirklich wieder auch ein bisschen mehr zu spüren, kam da jetzt mit. Ja. Und es geht um die Erdenkraft. Ich verbinde mich intensiv mit Mutter Erde und werde durch ihre Kraft unterstützt. Und jetzt haben wir wieder die Herzkraft und das Spiel, genauso ist es. Es geht hier wirklich in die Leichtigkeit, in die Herzkraft, in deine Mission, und deine Mission bist du, bist dein Weg, bist einfach du. Wir müssen nicht groß werden, um etwas zu werden, das sind wir schon. Wir dürfen es einfach lernen, auch zu leben, anzunehmen, dass es einfach ist, wie es ist, und diese Schritte zu gehen. Wir machen uns viel zu viele Gedanken über alles Mögliche und halten uns da, während wir dies tun, tatsächlich immer wieder auch manchmal auf von diesem Fluss. Und da geht es jetzt darum, das einfach abzunehmen, ins Spiel zu gehen. Ich erlaube mir, wie ein Kind zu spielen und einfach nur Spaß zu haben und zu sein, mit voller Herzkraft, mit vollem Vertrauen meinem eigenen Leben gegenüber. Ich vertraue der weisen Kraft meines Herzens, die mich liebevoll führt. Ihr Lieben, habt es fein, habt es flauschig. Bis morgen. Baba. Hallo Lieben, danke, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. Danke für eure Abos, für eure Likes, für euer Mitmessen, für eure Kommentare, für euren Ausgleich in jeglichster Form. Alle Infos zu meinen Videos findet ihr unten in der Infobox. So, und ich bin schon sehr gespannt auf morgen. Ja, der Seelenpartner will die Woche wirklich sehr stark durch. Wir haben Vollmond. Ich wünsche euch da jetzt eine wunderschöne Reise zu euch selbst, mit eurer Weiblichkeit, mit in eure tiefen Gefühle. Der Hase kam ja auch eine Zeit lang wirklich mit, ja, um sich hier tatsächlich durch seine Ängste durchzubewegen, im Inneren ankommen und hier wirklich zu sein. Und da wollte jetzt noch eine Karte, und zwar der Rosenquarz. Das Liebesleben, eine neue oder aufgefrischte romantische Liebe wartet auf Sie. Es geht ums Herzvertrauen. Ich sage euch, das ist so geil, da liegen 100.000 Karten und dann wollen genau die raus. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ja? Ich habe jetzt einfach nur, da ist der Stapel, von diesem Stapel abgehoben. Dup, 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 dup. So funktioniert das. Ich wünsche euch was, bis morgen. Bolo, bolo.